2019 ist das Jahr der Superlative in Sachen Weihnachtsmarkt in Gotha. Gleich zwei gibt es. Erstmals einen im Hof von Schloss Friedenstein, der auf 1400 Quadratmetern vor allem Handwerkliches bieten will. Und in der Stadt findet man ein zweites Angebot, auf Butter- und Neumarkt, wegen der Bauarbeiten auf dem Hauptmarkt. Und was es auch noch nie gab, beide Märkte haben eine Eisbahn. In der Stadt ist der Markt seit Montag geöffnet, der auf dem Schloss startet jetzt am Freitag. Da wird immer noch gewerkelt und unter anderem an der Eisbahn gebaut. Und wir machen uns mal auf den Weg und suchen den Eismeister. Den Eismeister habe ich gefunden. Marco Köhlmeier. Aus Österreich kommt er. Und was er nicht weiß, ist, dass dieser Weihnachtsmarkt hier auf dem Schloss das erste Mal jetzt stattfindet. Und was natürlich auch er weiß, dass es da eine Eisbahn gibt. Nämlich auch hinter uns hier die. Was macht der Eismeister und wie lange arbeitet er an dem Eis? Ich brauche circa 5 Tage. Bedeutet das vom Grundaufbau her oder kommt der Eismeister bloß zum Eismachen selber? Nee, wir haben da mehrere verschiedene Etappen. Zuerst kommt einmal die ganze Kühlung, das ganze System aufgebaut. Dann werden wir eine kleine, circa 1 cm Eisschicht machen. Auf die kommt die Bande, die wird mit eingeeist und dann ist der eigentliche Eisaufbau. Wie hoch ist denn das Eis insgesamt? 7 cm. Und wie viele Liter sind das ungefähr? Wir haben da Kühlflüssigkeit für ca. 4000 Liter. Und Wasser werden wir sicher ca. Ja, um die 7.000 bis 10.000 Liter vereist für die Deckung verwenden. Ja. Wie kalt ist denn das Eis denn dann, wenn es fertig ist? Ja gut, Wasser gefriert bei minus ab 0 Grad, oder? Und das Kühlaggregat kühlt die Kühlflüssigkeit bis minus 10 Grad. Alles klar, dann können wir uns ja darauf freuen, dass am 29. dann alles fertig ist hier, oder? Ganz sicher. Na gut, also Eisbahn haben wir gesehen. Ich bin jetzt im Tannenwald. Das sind auch alles echte. Da drüben liegen noch ein paar mehr. Wie gesagt, es ist noch einiges zu tun bis zum Freitag, bis die Eröffnung hier offiziell ist. Aber ich finde, das wird hier eine ganz tolle Sache werden. Also denn darauf haben wir eigentlich die Gothaer schon seit 29 Jahren gewartet. Also ehrlich gesagt, das Wetter verleiht die eigentlich nicht dazu, zu den Weihnachtsmärkten zu gehen. Es ist neblig, es ist kalt. Mir wäre Schnee noch viel lieber. Wir müssen jetzt erstmal gelaufen. Auf dem Weg zu den anderen beiden Orten des Weihnachtsmarktes ein schickes Detail hier gefunden. Schön, dass man es so gemacht hat. Links eine Baustelle, vor uns eine Baustelle. Das ist ein Grund, warum dieser 2019er Weihnachtsmarkt ein bisschen anders abläuft. Deshalb steht auch die Tanne, die offizielle Weihnachtstanne, unten auf dem Buttermarkt. Und da laufen wir jetzt als erstes hin. Tja, hören Sie es? Fröhliche Weihnachten! So eine Art besonderes Weihnachtsgeschenk hat es ja dieses Jahr auch gegeben. Durch die Bauarbeiten am Hauptmarkt ist nämlich der Leinerkanal in seinem ursprünglichen Verlauf hier ausgegraben worden. Und ich glaube, die nächsten 50 Jahre wird man das nicht nochmal sehen können. Lohnt sich zumindest mal herzukommen. Buttermarkt ist sozusagen das kuschelige Teilstück vom Weihnachtsmarkt 2019 hier unten. Da sind die Buden so im Kreis gebaut. Das Hüttendorf am Buttermarkt steht schon. Traditionell gibt es original ungarische Langosch. Es gibt Spezialitäten aus Österreich. Dann haben wir da auch die Krippenfiguren. Es gibt was zu trinken, jede Menge. Es gibt Honig. Und es gibt Handbrot in der Backstube. Was natürlich zu jedem Weihnachtsmarkt gehört, sind die Lebkuchenherzen. Und ich suche mir jetzt mal einen etwas originelleren. Ha, ich habe ihn gefunden. Das ist er, den ich brauche. Na, wer wollte ich das nicht sein? Lieblingsmann. Darf ich mal fragen, was der kostet? 6 €. Dann nehmen wir ihn mit. Nur ein paar Schritte sind es vom Butter zum Hauptmarkt. Dort steht das Gros der Buden. Gibt es auch die zweite Eisbahn, die eigentlich keine ist. Wieso das ist? Das wird uns Marktleiter Mike Hinkel erklären, den wir als erstes suchen. Neumarkt, oberster Häuptling hier, der Marktleiter und der Organisator des Gotha Weihnachtsmarkts seit 2014, Mike Hinkel. Schön, dass ich ihn gefunden habe. Der kann uns nämlich jetzt Auskunft erteilen. Unter anderem, wir stehen ja hier oft einer Eisbahn. Wie groß ist die? 300 Quadratmeter. Das ist ja die zweite in Gotha. Ist das nicht ein bisschen viel Konkurrenz?
Ja gut, wir haben im November letzten Jahres verkündet, dass wir eine Eisbahn haben. Wir können natürlich nichts dafür, wenn andere auch der Meinung sind, eine Eisbahn hinzustellen. Ja, schön ist es nicht, aber wir werden sehen. Wir sind in der Innenstadt. Ich denke mal, wir haben ein attraktives Angebot gemacht. Gerade auch in Verbindung mit der gesamten Eiswelt hier. Der Schwibbogen ist mit dabei, verschiedene Stände sind mit dabei. Quasi so ein bisschen als Eventareal das Ganze konzipiert. Also ein bisschen Konkurrenz ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Ja, wie gesagt, ich habe es ja auch schon im Zeitungsinterview gesagt, wenn wir es hinbekommen, dass wir endlich mal die Bustouristen auch in größerer Anzahl nach Gotha bekommen, und in größerer Anzahl sind nicht 2 oder 3 Busse am Tag, sondern 30, 40, 50 Busse am Tag, dann haben wir alle gewonnen, weil umso mehr Leute in der Stadt sind, umso besser ist das Geschäft für alle. Ganz klare Sache. Was ist Ihr persönlicher Favorit dieses Jahr? Oh, da gibt es mehrere. Wir haben natürlich viel internationales Essen da. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wir haben Leute aus Ungarn, wir haben Leute aus Tschechien da, die, sag ich mal, ihre Nationalgerichte hier präsentieren. Dazu natürlich die extreme Auswahl an Glühwein. Es wird jedes Jahr immer verrückter. Es gibt immer mehr Sorten, es gibt immer mehr Kombinationen. Das ist ja das, was es eigentlich ausmacht. Die meisten Leute trinken sicherlich einen klassischen roten Glühwein, aber dann kommen die ganzen Exoten schon gleich auf den nächsten Plätzen. Wir waren gerade auf dem Buttermarkt gewesen. Da steht ja eine wunderschöne Weihnachtstanne, aber da ist noch kein Licht dran. Warum nicht? Ja, wir haben hier mit der Eiswelt richtig Stress gehabt. Der Neumarkt ist ja dafür bekannt, dass wir nicht gerade einen geraden Platz vorgefunden haben. Nun haben wir hier einen Meter Höhenunterschied auf 24 Meter gehabt, mussten zusätzlich noch eine TÜV-Abnahme dazu machen etc. Wir sind einfach noch nicht fertig geworden. Die Tanne wird also heute anders geschmückt. Diese Eisbahn ist ja eine besondere Eisbahn. Warum? Ja, weil es in dem Sinne kein Eis ist, also kein klassisches Eis, sondern das sind Kunststoffplatten, die spezial behandelt sind. Und dadurch, dass die Kufe quasi ganz leicht in den Kunststoff eindringt, wird quasi dieses Gleitverhalten einer klassischen Eisbahn simuliert. Und das hat den Vorteil, dass wir halt kein Eis brauchen, sondern dass wir vollkommen temperaturunabhängig zu jeder Jahreszeit die Eisbahn betreiben können. Der Hersteller hat jetzt erst eine Eisbahn in Dubai installiert, am Burj Al Arab, die das ganze Jahr dort betrieben wird. Und da wissen wir, dass es im Sommer bis zu 50 Grad warm wird und da funktioniert die tadellos. Muss die Eisfläche in der Zwischenzeit mal abgeschliffen, abpoliert werden oder kann da die ganze Zeit jetzt hier drauf dann Eistanz gemacht werden? Muss gereinigt werden. Also eine saubere Platte ist das A und O, ne? Weil nur mit einer sauberen Platte hat das Gleitverhalten, wie wir es haben wollen. Deswegen haben wir jetzt hier gerade die Maschine zusammengebaut und gehen jetzt also nochmal, nachdem die Bahn gebaut wurde, jetzt nochmal drüber und arbeiten die sozusagen auf. Und das müssen wir regelmäßig machen. Ne? Dazu müssen die Schlittschuhe scharf sein. Sie brauchen keinen besonderen Schliff, aber sie müssen neu geschliffen sein und dann funktioniert das. Ne? Und wir haben halt permanent rund 90% des Gleitverhaltens einer Echteisbahn. Gibt es die Schlittschuhe hier bei euch? Ja, wir haben 100 Mietschlittschuhe da. Ja, von Größe 26, also schon kleine Kinder bis 48, glaube ich, ist alles da. Ja, und somit muss man sie nicht unbedingt mitbringen. Man kann sie aber selber mitbringen und wir schleifen sie dann hier aber nochmal an, dass sie halt wirklich absolut scharf sind. Okay, mal ein kurzes gemütliches Päuschen vor dem größten begehbaren Schwibbogen, sagt zumindest die Werbung. Ist genug Platz für 50 Leute drin? Was es da gibt? Naja klar, Glühweine, Glühweine, Glühweine und sonst noch ein paar Süßigkeiten und Leckigkeiten. Also Weihnachtsmärkte sind ja eigentlich nicht so meine Sache, aber zumindest habe ich vor einigen Jahren hier in Gotha dann was gefunden, was mich fasziniert hat. Es gibt hier nämlich ein Getränk namens Feuriger Drache. Das ist Met mit Chili. Ich kann das nur schwerstens empfehlen, weil da kann es wirklich kalt sein, danach friert man nicht mehr. Und ich genehme mir jetzt einen zum Schluss, nachdem wir den Rundgang gemacht haben. Bis die Tage. Dann zapfen Sie mir mal bitte einen feurigen Drachen. Ich zapfe einen feurigen Drachen.